Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Stardew Valley. Wir befinden uns jetzt am ersten Tage des Falls oder des Herbstes, wie man so schön sagt, bei uns in der deutschen Sprache. Und leider ist Shit, das. ich habe keine volle Energie. Ja. Oh Leider shit, leider ist das meiste hier halt jetzt verdorrt. Und wir müssen halt. Ach, ich finde, das sieht übel gut aus, ey. Leider ist das meiste jetzt verdorrt und wir müssen halt jetzt erstmal wieder ein bisschen ackern, im wahrsten Sinne des Wortes. Neue Dafür brauchen Seeds wir die kaufen. Hode, oder was? Bitte was? Ah ne, die Seed brauchen wir dafür. Ja, die Sichel. Ja. Ansonsten kannst du alternativ auch mal, kannst du auch alternativ anfangen wirklich mit Fischen, dann bereite ich das hier alles vor. Alles klar, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Aber du könntest wenigstens kurz nach den Hühnchen gucken. Digga, wo ich nach unten weglaufe? Was ist denn los mit dir? Oder gucken, ob die Barren fertig ist. Halt's Maul jetzt. Was? Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Eier hier. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Weißt du, jetzt mache ich nämlich auch aus dieser ganzen Scheiße, die wir haben hier, aus dem ganzen Ding, mache ich jetzt mal einfach Fertilizer, hätte ich gesagt, oder? Dass wir halt höhere Qualitätsprodukte kriegen. Das ist in Ordnung für mich. Ja. Warte, was? Eieiei, so ganz happy sind unsere Hühnchen aber nicht, wa? Warum? Alle nur ein halbes Herzchen? Nein, nein, das ist deine Beziehung zu den Hühnchen. Ah. Oh. Ah, man kann die auch verfrachten, okay. Also in andere Häuser noch. Oder verkaufen. Soll man zum Herbst die auch noch rauslassen? Was meinst du? Ja. Gut. Hast du sie auch gefüttert? Ja. Gut. Barn sieht ready aus. Und sie. Der Eingang ist nur direkt hinter einer Hütte. Hinter einer Hütte? Hinter einem Baum. Sorry. Ja, den Baum kannst du mal fällen, also. Ich hab jetzt gerade leider keine Axt dabei, aber mache ich dann im Laufe des Tages nochmal irgendwie. Aber wir können jetzt ja auch gucken, wir müssen wieder, um das nächste Bundle fertig zu kriegen, müssen wir ja auch jetzt wieder die Sachen einsammeln, gell? Bestimmt neue Dinge anpflanzen und sammeln. Hast recht. Also ich weiß auf jeden Fall, Kürbis ist mit dabei. Ja, ich guck mich auf jeden Fall mal um. Oh, ich habe ein neues Buch gefunden. Was haben wir hier? Lost Book, okay. Ich habe schon mal eine Blackberry gefunden. Sehr gut, ich habe eine Pflaume, glaube ich, war's. Ja, eine Wild Plum. So, dann gucken wir mal. Kriegen wir jetzt im River einen anderen Fisch? Ganz Wo ehrlich, soll ich mir mal den Upgrade für den Backpack kaufen für 10.000? Von mir aus? Ja, kannst du ja auch machen. Okay. Das ist aber das höchste Upgrade, was wir hier bekommen können. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was brauchen wir für unsere Quest hier? Animal Bundle, Fall Crops Bundle. Wir brauchen Corn. Okay, Corn ist kein Problem. Eggplant und Jam. Und Pumpkin. Quality brauchen wir Pumpkin auf Gold. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viele Pumpkins. Und ich glaube, die brauchen auch mit am meisten. Jam kaufen wir. Wie machen wir das nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Zack. Da gehen die ganzen Moneten wieder flöten. Na, aber ist ja klar. Jam habe ich. Gesundheit. Oh. Dankeschön. So, ich glaube, das sollte jetzt erstmal passen. Damit habe ich halt einiges an Arbeit jetzt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jo.
Oh shit, jetzt muss ich erstmal. Ach ne, ich guck heute Abend dann bei Haley vorbei. Ihr müsste gerade südlich von der Farm sein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Bei uns, oder wie? Ja. Und die Barn ist jetzt auch fertig, oder? Ja. Das heißt, theoretisch könnten wir eine Kuh reinstellen. Theoretisch, ja. Okay, aber wie. Ja, ich denke, wir können uns eine Kuh leisten, oder? Ich meine, wir haben ja, noch zwei. Ich werde mir aber auch noch ein paar Fischköder und sowas gönnen hier. Die sind ja nicht so teuer. Ja, das ist alles cool. Jetzt gucke ich einfach mal, wie viel das kostet. Ach, direkt. Scheiße, was. Die war südlich von der Farm, hast du gesagt? Also sie war gerade von der Stadt nach Westen gelaufen, da unten. Also irgendwo da müsste sie sein. Ja, egal. Ich guck jetzt einfach mal, was die Ding sagt. Oh, wow, okay. Die ist heute nicht da. Nice. Ja, dann kümmere ich mich halt doch um die Ding. Um unsere... Die können wir erstmal hier noch fällen. Nee, ich muss erstmal den... Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Stulle machen mit den... Mit den Feldern, sonst ist es scheiße. Okay, ihr seid Sunflowers. Hab ich etwa gerade... Was hast du gerade? Tuna, Red Snapper, Tilapia, Sardine. Ich glaube, ich habe das Ding für den Oceanfisch bekommen. Ja. Aber es ist Gülden. Das würde ich ungern für so eine Abgabe nutzen. Das ist scheißegal, Alter. Das geben wir ab. Ja, ich angel noch ein bisschen weiter. Ich guck mal, ob ich noch was Bescheideneres finde. Okay, dann gucken wir mal. Ist ja noch eine Sardine. Nee, das ist ein Anchovy. Alles klar. Alter, geile Pizza gibt's heute Abend, habe ich gehört, ey. Alter, Anchovies auf Pizza? Nee, muss echt nicht. Übel widerlich. Muss echt nicht. Ich bin ja allgemein nicht der größte Fischfreund. Alter, du wohnst in Hamburg, du musst Fischfreund sein. Scheiß muss ich. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn man in Hamburg lebt, du musst ein Fischfreund sein. Scheinbar ist es halt echt dingskirchenabhängig. Ich ziehe gerade nur Sardinen aus dem Ozean. Das ist ja komplett behindert. Sei doch froh, hä? Ja, bin ich auch, aber trotzdem. Und die Sardine war das Letzte, was uns noch gefehlt hat, oder wie? Ich glaube ja, den Rest müsste ich haben. Achso, warte mal, jetzt wichtig. Erstmal ganz kurz abchecken, was stehen für Feiertage jetzt im Herbst an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das passt auf jeden Fall. Im Herbst haben wir den Stardew Valley Fair am 16. 1, 2, und den Spirits Eve am 27. Also, wann war es jetzt nochmal? Sorry. Am 16. und 27. Okay. Dieser fleißig am Arbeiten. Müssen wir Eier irgendwie aufbewahren? Brauchst du die für irgendwas? Nö, kannst wegpacken. Natürlich bin ich fleißig am Arbeiten, ey. Ja, sehr gut. Achso. Ah, fuck. Oh, was. Goddammit. Kann ich die nochmal raushauen? Ne, die gehen dann kaputt, gell. Brauchen wir einen Anchovy irgendwo für? Specialty Fish? Woodskip, Sandfish, Ghostfish, Pufferfish? Oder brauchen wir den für? River ist auch egal. Sascha, du musst mir jetzt helfen zu gießen. Ja, mal sofort. Wobei, ich habe halt echt nicht mehr viel Energie, aber ja, mache ich gleich irgendwie. Alter, ich habe so viele Seeds einfach nur.
So, die Blackberry brauche ich hier gleich. Dapian, Tuna und. Den Red Snapper. So, dann habe ich schon mal alles, um morgen das Ding abzugeben. Das wird gegossen, da kommt das, das, das. Gießen, ja. Och, du Scheiße, willst du mich verarschen, Alter? Gieß die Pflanzen schon mal, die fertig sind, Sascha. Die da oben kann ich relativ gut mit meinem 5er gießen. Gut. Alles klar, da kommen schon erste Viecher. Hab ich ja richtig Bock. Okay. Alter, lass mich doch in Ruhe. Ist das überhaupt effizient, diese drei einzelnen hier oben noch weiter zu bewirtschaften? Eigentlich nicht, aber die sind nach dem nächsten Mal eh raus. Also von dem her. Also jetzt hier nach dem, wenn sie jetzt, das sind halt Sonnenblumen, das heißt, die gehen dann weg. Okay. Mit dem Schwert kann man den Kram hier nicht kaputt machen, ne? Also nee. Man kann nee. Also. Kommst du ran? So. Okay. Gut, gehst du mal das auf der rechten Seite, dann mache ich das hier fertig. Ja. Was ist das denn? Was? Das ist einfach nur ein Vogel, der hier rüberfliegt. Ja, guck, das hat. Und du hast mich letztes Mal doch ausgelacht. Der Junge, das ist groß wie ein Drache, ey. Ja, das war irgendwie so eine Riesenkrähe oder sowas. Oh shit, ich bin gleich komplett out of energy. Ja, dann lass mich das vorher machen, komm. Und dann hau ich mich schon mal hin. Haben wir jetzt alles gegossen, nichts vergessen? Glaube ja. Ja, das sieht gut aus. Ah, das war halt jetzt ein harter Tag, muss ich sagen, ey. Ja. Eieieiei. Das wird halt echt eine ziemlich krasse Sache, wenn wir das immer begießen wollen. Tja. Aber vielleicht müssen wir uns halt nochmal das Feld überdenken, wie wir das anbauen müssen. Naja, ich habe das jetzt schon relativ gut gemacht, weil ich kann die Felder jetzt halt in einem Mal immer einfach runtergehen und gießen. Ja, dann ist ja gut. Und das eine habe ich extra so in einem Sechser, in so einem Achter gebaut und in der Mitte einen Sprenkler platziert. Das heißt, das müssen wir schon gar nicht mehr gießen. Alles gut. Oh, siehst du heute gar nicht gießen, es regnet. Ja, aber schön. Ich habe hier schon mal eine Nachricht. I've got some new items in stock at the Licks Fishing Pole. Was? Es gibt Bait. Schon. Achso, nee, warte mal, du hattest hier ein Level Up. Ja, richtig. Angeln. Haben wir eigentlich noch Käfer-Sachen? Ah ja, guck mal, hier haben wir ganz viel Bugmeat, Sascha, komm mal her. Ich wollte gerade, ja, okay. Ja, weil du, durch das Bugmeat können wir uns Bait basteln. LOL. Können wir? Ja, klar. Oh, sag das doch mal eher. Ich gebe da immer übelst Kohle für aus. Wie viel willst du? Ich mache jetzt einfach mal fast alles, oder? Gerade habe ich tatsächlich 70. Halt, bleib mal da, also, bleib da. Ach, meine Güte. Vielen Dank. Aua, wow, das war jetzt mal eingegeben. Yo! Ja, ich hab mal unser Bugmeat ein bisschen. Alles klar. Na, Angel. Angel. Holy shit, Alter. Na, ich möchte nicht das Eck essen. Was sagst du? Macht schon Sinn, dass das halt, dass wir aus dem Bugmeat Köder machen können. Schon irgendwie, aber. Da kommt man ja nicht drauf, gell? Ja, da müssen wir ja denken. Richtig. So, Ocean. Da haben wir einen Tuna, da haben wir einen Talipa, da haben wir einen Red Snapper und hier haben wir eine Sardine. Nice. Meat, Junge. Nice. Und der Reward ist... LOL.
Was ist der Reward? 5 Warp-Totems zum Beach. Warp directly to the beach. Consumed when on use. Also wenn wir mal dringend zum Beach hin müssen, können wir das Ding benutzen, um uns hinzuporten. Das ist halt actually schon ziemlich geil, wenn man sich das so überlegt. Gut, wir haben halt nur 5 Stück davon, ne? Also die werden nicht ewig halten. Ja, aber ich glaube, die kannst du halt auch craften, oder? Also ich meine, du kannst bis jetzt jedes Item eigentlich craften. Ja. So, komm, dann angel ich hier mal weiter in der Hoffnung, dass ich auch noch den letzten Riverfish bekomme. Okay, Haley meint, das Wetter sei so schrecklich, dass sie nicht mehr aus ihrem Bett gehen will. Die ist immer noch im Bett. Ich guck jetzt mal, wie viel so eine Kuh kostet. Also so viel würde ja nicht kosten können. Ich schätze vielleicht allerhöchstens 2000, oder? Wie viel hat so ein Hühnchen gekostet? 800. 800, glaube ich. Ja, komm, das müsste schon passen. Hey, okay. Chase Animal. Hier, Cow. Ja, okay, 1500 geht. Ja, das geht voll klar. Da kannst du meinetwegen auch wirklich gleich 2 holen. Okay. Da ist der Catfish! Bam! Wie sollen wir sie nennen? I don't give a fuck. Emma. Nein. Okay, ich hab Wemma. Great. Wemma, das Wetter schlecht ist. I sent little Wemma to her new home right away. Okay, ey, wir brauchen noch eine. Ja. Sascha hat erlaubt, 2 zu kaufen. Okay, wie heißt die? Keine Ahnung, Alter. Suna ist gut. Suna, die Kuh. Great, I sent a little Suna to her new home right away. Oder sollen wir gleich 4 kaufen? Keine Ahnung. Warte mal, den Sunfish brauche ich. Wo ist der Sunfish hin? Ah, da. Und den Chub? Nee. Den Rainbow Trout. Scheiße, was war denn jetzt das Ding für River? Hä, ja, musst du doch sehen. Sunfish, Catfish, Shad. Tiger Trout, nicht Rainbow Trout. Oh. Sehr asozial. Sadness. Sonst wäre das Ding fertig. Sascha, es tut mir leid, aber ich muss noch die letzten 2000 ausgeben, die wir haben. Na denn. Also wir, die fressen auch ganz normal Heu. Das ist schon mal gut. Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Du kannst die melken. Ja. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Und ja. Dann kannst, was noch eine ganz wichtige Sache ist, Alter, ich wünschte mir einfach, ich könnte echt durch diese Dinger durchswitchen. Das wäre mir so viel lieber. Ich muss nachher mal gucken, wie das geht. Neue kleinen Küchen. Jetzt haben wir eine braune Kuh und 3 weiße Kühe. Oh lol, wir sollten uns mal überlegen, ob wir vielleicht nicht alle Eier weghauen. Warum? Ja, mit einem Ei kann ich ein Spiegelei halt machen. Ja. Und das gibt mal eben 50 Energie. Ist halt schon nicht so bad. Das ist actually echt nicht so bad. Ich würde fast sagen, ich tue die Bar noch ein bisschen nach rechts versetzen, oder? Tu, wie du es für richtig hältst, das wäre echt egal. Die gefällt mir da noch nicht so ganz. Ich glaube tatsächlich, ich würde demnächst auch noch mal ein bisschen auf Rezepte gehen wollen. Dass man mal ein bisschen wirklich was kochen kann so langsam. So ein bisschen Cooking-Skillen und sowas. Ja. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, das stimmt wohl. So, Riverfish, Nightfish. Da fehlt mir ein Walleye und ein Aal. Nightfish musst du halt, ich glaube, nach 10 Uhr fangen, wenn ich es richtig weiß, dass es als Nightfish zählt. Okay. Ja, dann muss ich mal gucken. Jetzt versuchen wir erstmal den scheiß Tiger Trout zu fangen.
Was bist du hier eigentlich? Du bist. Nee, du scheinst ein See zu sein. Du bist kein. Gefällt mir das so? Ach, ich weiß nicht. Ich würde es fast so hinsetzen. Doch so. Da ist ein Walleye. Das ist schon mal das eine von dem Night-Ding. Sehr gut. Und noch ein Aal. Wo kriege ich einen Aal her? Ein Aal müsste ich eigentlich aus dem Ocean kriegen, ne? Aale in einem Fluss. Ein Aal. Ein Aal. Aber wir müssen auch mal wieder in unsere Pilzhöhle gucken, fällt mir gerade so oh, ein. Oh shit. Ja. You got a point there. Das ist eine Lüge. Pilze, wer braucht schon Pilze? Also ich habe jetzt auch schon mal, einfach weil sie 1000 Gold gekostet hat, habe ich jetzt einfach mal auch schon eine Schere mitgenommen. Die brauchen wir später, um Schafe zu scheren. Ja. Zusätzlich habe ich einen Milking Pail dabei. Den brauchen wir, um natürlich logischerweise zu melken. Ja. Und ich habe, weswegen ich die letzten 2000 gebraucht habe, habe ich einen Heater mitgenommen, also zwei Stück. Der Heater, also ist logischerweise eine Heizung. Und du brauchst wohl einen Heater, oder besser gesagt, der Heater upgradet halt die Qualität der Güter, die du bekommst im Winter. Hm. Weil dann wohl den Viechern kalt ist und die keinen Bock auf Kälte haben. Ja. Ja. Und damit habe ich mein tägliches Sold mal wieder vervollständigt. Jetzt angle ich auch noch ein bisschen und dann gehen wir schon pennen. Aal wäre jetzt halt echt noch geil, ey. Echt jetzt? Jetzt ist da schon wieder eine Bad. Nervenzähne, komm her. Mayo, Mayo. Meine Güte, der hat ja auch richtig Bock, der Fisch. Bruder! Hier, du bist jetzt nichts, was ich gebrauchen kann. Fucking Catfish. Weißt du, jetzt fange ich Catfishes wie sonst was hier. Jetzt, wo du es abgegeben hast. Sommer habe ich die gesucht. Nee, habe ich ja eben noch nicht. Mir fehlt ja noch der eine dafür, den River. Leider. Welcher? Die Tiger Trout. Sicher, dass wir die nicht irgendwo in unserem Inventar rumliegen haben? Ja, wir haben eine Rainbow Trout rumliegen, aber keine Tiger Trout. Na, scheiße. Vielleicht gibt es die Tiger Trout auch nur im Winter. Ist nicht auszuschließen. Ballhead habe ich gerade gefangen. Alter, ich bin jetzt so schlecht hier im Angeln. Ich bin auf der Switch, bin ich bei Angeln Stufe... erstmal vergessen zu draufdrücken, weil man sich kratzt. Auf der Switch bin ich bei Angeln irgendwie Stufe 7 oder 6. Bist du dann auch bald mal da? Achso, wollten wir direkt wieder pennen gehen, oder was? Es ist 9.20 Uhr, Alter. Meinst du, Nachtfischen ist ab 10 Uhr? Ja, aber du kannst doch auch, die Seefische gibt's doch auch bei uns hier. Ah, ich bin halt hier unten am Fluss. Ja klar, du kannst auch noch länger bleiben, also. Ich habe damit kein Problem. Bin da.
Also ein Chub brauchen wir nicht mehr. Ne. Ein Bullhead auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Ein Karpfen brauchen wir aber nicht mehr. Ne. Oh, Bullhead habe ich auch gerade rausgezogen. Wir haben einen Chub. Ja, nee, mit dem Lake-Ding sind wir ja eigentlich sowieso durch. Shad, Catfish, Ghostfish, Bream, Shad. Also warum haben wir hier zweimal einen Shad drin? Eine Smallmouth Brass. Hier fehlt uns halt echt nicht mehr. Nee. Fängst du eigentlich noch Müll? Wenig. Weil ich habe nämlich, dadurch, dass ich halt jetzt immer noch so ein bisschen am Anfang bin, habe ich halt immer ziemlich viel Müll. Ich stopfe das immer mal wieder bei dir unten. Ja, klar. Da rein, gell. Gut. Ja, komm, dann fangen wir nochmal. Versuchen wir nochmal hier unser Glück. Jetzt ist ja nach 10. Ja. Oh, nice, eine kaputte CD. It's getting late. Schon wieder Mitternacht, ey. Oh, hier kommt ein Zombie. Ja, I don't care. Ich hab ein Walleye. Ja, so einen habe ich auch tatsächlich gerade auch schon gehabt. Oh. Ja, ich denke, wir sollten uns hinhauen, sonst sind wir gleich zu müde am nächsten Tag. Ja, denke ich auch. Walleye. Na, jetzt ist es eh schon zu spät, ob es morgen regnet oder nicht. Ah, sonst hätte ich vielleicht... Ne, meine Gießkanne kann ich eh nicht upgraden. Oh, was passiert denn jetzt? Was? Die ist ja Premium animiert, Alter. Oh, lol. Warum denn bei einer scheiß Sonnenblume... Oh, nee, never mind. Da habe ich gerade zum Ende noch was gesehen. Was hast du da gesehen? Dass doch deutlich mehr darum aufgeploppt war. Zumindest bei mir. Echt? Ja. Bei mir war es nur die Sonnenblume aufgeploppt. Ja, aber gucken wir mal. Achso, warte mal, wir müssen aber Folgenende, ne? Ach du Scheiße, ja. Mach ruhig, mach gib Gas. Danke. Achso, vielen Dank fürs Zuschauen. Gut beim Sascha vorbei. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.